Ach, das sind so welche. Gut. Es geht ja einfach. So schön ein bisschen mit den Spießern abhängen. Immer diese schreckliche Musik im Hintergrund. Spring doch nicht, Mädel. Du sollst doch bloß langsam... Nee. Ja, okay. Ein Computer ist nur so schlau wie sein Benutzer. Ist mir schon klar. Zack, 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 zack. Computer habe ich was... Achso, das ist... Ah, weil ich nicht mit normalen Waffen spiele. Das ist die... Warte mal. Ich habe ja dieses, dieses innere Relikte, wo ich dann Streuschuss bekomme. Aber ich ja die meiste Zeit mit den Speer spiele, weil ich den irgendwie cool finde. Ja. Ist das eben halt so. Und Fliegen. Jetzt habe ich schon zwei Fliegen hier drin. Komm, langsam. Wie lässt du los? Ne, mit Sprungtaste. Mädel, wie lässt du los? Ah, mit der Taste. Gut. Mann. Na, dann wollen wir mal dieses allzu schwere Rätsel lösen. Das richtig schwere Rätsel. Du sollst da hoch. Du sollst schon da hoch, Lava. Und da sollst du auch hoch. Die schiebt man runter. Mit der mittleren Maustaste. Wenn sich das bloß einfallen lassen hat. Die würde ich auch nicht runterspringen, das ist mir ein bisschen zu riskant. So, hier hat man noch eine Kugel. Die wir runterrollen lassen, ließen könnten. Tuten, tuten. So. Da kommt natürlich, glaube ich, der nächste Gegner. Na? Warum kommt es nicht an? Tja. Ernsthaft. Oh. Komm, 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 hier rüber. Nein! Falsche Richtung. Jetzt komm noch mal hier rüber. Das ist ein richtig schönes mittleres Loch. Geh doch einfach mal da rein. Danke. Noch eine Kugel ist unten. Damit müssen wir uns jetzt 4, 5 haben, glaube ich mal. Also fehlen noch 3. Dafür kann ich jetzt nicht. Ernsthaft, ich habe auf Springen gedrückt, nicht auf irgendwas anderes. Und der Checkpoints. Zack, 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 zack. Komm, fall ins Loch. Genau. Das war jetzt so hart. Das war jetzt knallhart an der Grenze. Au, ja. Ich laufe natürlich gleich wieder rein. Gut. Kennt ihr das? Die wenn man einmal Ruhe zocken will, da kommen die Fliegen einen immer hinterher. Und da kann man sich nicht mehr konzentrieren. Ah. Ich meine, wenn man eine Fliege im Zimmer hat, stört das auch, ja, aber...
Galopp ist eines oder 20. Das ist ein. Ich nervt. Die ganze Zeit muss man sich kotzen. Wenn die Fliegen wegmachen, weil es kitzelt. Komm, jetzt Seite. Falsche Seite. Mittel, komm, komm, vergiss es einfach. Genau. Aua! Das habe ich vorher zu schnell gedrückt. Was mir auch mal passieren kann. So. Ich muss sagen, die Sicht gefällt mir nicht so richtig von dem Spiel. Fällt mir seit ein paar Ports mal auf, dass die ein bisschen behindert ist. Klaus ist irgendwo geil, wenn man so von schräg vorne, oben so drauf hinab guckt, aber trotzdem, das ist so. Keine Ahnung. Vielleicht hier drauf? Ah. Also muss ich von weiter oben eine Kugel runterholen, um die andere Kugel zu holen. Na, oder. Warum mache ich mir das so schwer? Schade. Ich dachte, die hatten den durchgehenden Radius dafür. Wäre aber geil gewesen. Einfach mal schnell die Kugel runter sprengen und dann. Oh, da hast du es. So. Klappen wir mal schnell hier hoch. Dann. Ach man, ja, okay. Dann machen wir mal schnell die Herausforderung hier. Zack, zack, zack. Fliege nicht vor dem Bildschirm. Da werde ich grantig. Zack. Ja, genau, schalte noch um. So. Und jetzt kommt der letzte. Genau. Geronimo! Und die schafft's nicht. Und die schafft's nicht. Wie lange brauche ich jetzt schon für das Einsatzziele? Ah, 20 Minuten. Ach, das ist doch. Das ist ja nicht. So, jetzt diesmal. Ein Madame will hier nicht hoch. Hallo? Reliquie entdeckt. Zepter des Huitzilopochtli. Was? Muss ich mir mal angucken. Inventar. Zepter des Huitzilopochtli. Oh, die behalte ich. Die behalte ich. Sobald die voll ist, kann man die einsetzen. Die behalte ich. Ach, jetzt können sie sich festhalten. Hätte sie ja vorher nicht können, ne? Mädel. Okay, in manchen Dingen kann ich die Leute verstehen, die sagen, das Spiel ist nicht so gut geworden wie die restlichen Tomb Raider-Teile. Die haben schon recht. Ist aber auch cool. Die Viecher auch immer so erscheinen und man knallt das mal gleich ab. Oh, musst du jetzt im Weg stehen? Komm schon. Stirb. Sterbt alle. Stirb schneller. Mann. Stärke gewonnen? Ich glaube, so ein bisschen vor, als ob die Stärke gewonnen sind. Da kann ich immer mit zwei Schlägen kalt machen. Das kommt jetzt irgendwie länger vor. Ja, Relic hier. Ich heilt. Ich werde geheilt. Punkte. Und ich werde geheilt. Ich glaube, das Ding behalte ich. Also, ich finde noch ein besseres. Nochmal Munition. Gut, also ich muss irgendwas machen.
Wahrscheinlich möchte ich das Ding da drüben ziehen. Hab eine bestimmte Zeit. Keine schlechte Idee. Danke, Spielhilfe. Ich will die Punkte noch einsammeln. So, dich haben wir erstmal weggepumpt. Du kommst erstmal hier rein. Und gehst da runter, wa? Yes! Ich kann man da unten nämlich sehr gut gebrauchen. Aber es hat trotzdem immer noch was Schönes Rätselhaftiges an sich, was ich sehr toll finde. Weil das gehört zum Tomb Raider-Spiel dazu. Die Rätsel. Ist genauso wie, ich muss auch mal sagen, ich gucke mir gerade Dead Space 3, ja, Dead Space 3 Let's Play an. Und, ey, ich weiß nicht. Die machen sich darüber so lustig. Ich meine, klar, die machen daraus anstatt ein Let's Play ein einfaches Let's Trash. Also einfach bloß, wir machen ein paar Witze darüber. Aber ich muss ernsthaft sagen, ich fand das Spiel eigentlich richtig toll. Und wenn man sich auf die Story eingeht, dann wirkt es gar nicht so schlecht. Ich meine, als Horror Survival kann man Dead Space 3 wirklich nicht nehmen. Aber man kann es immer noch als gut gemeinten Shooter nehmen. Also als Shooter ist er... ist ja. Als Shooter ist er richtig gut geworden. Ich meine, das zweite Teil war ja nicht mal gruselig gewesen von Dead Space. Aber dazu muss man noch sagen, wenn man den ersten Teil gespielt hat, ist der zweite auch wirklich nicht gruselig. Gut, der zweite ist auch so nicht gruselig, trotzdem. Ich weiß gerade nicht, warum die Musik hier jetzt gerade so abgeht. Ach, da ist ja einer. Oh, hat sich selber weggebombt. Ups. Das war jetzt nicht mit Absicht. Okay. Hier kann ich jetzt wahrscheinlich nichts mehr machen, außer vielleicht zurückgehen. Ja. Und die beiden Kugeln durch das Loch fallen lassen. Also ich glaube, da fehlt mir immer noch... Ach. Werd wohl gleich mal nachgucken, wie viel ich hab. Und tschüss. Aua. Macht's gut, Kollegen. Und da kommt noch welche. Und ein Groß. Ja, genau. Sonst noch Wünsche. Ach, jetzt ging auch immer schnell auch gut. So rein zufällig. Egal, komm. Machen wir es mal die Bankkugeln hier irgendwie drin. So ein bisschen schneller. Blockiert euch bitte nicht gegenseitig, ja? Danke. LG. Roll, 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 mein Ball. So, und jetzt hoffe ich doch mal, dass ich alle ge... Steht da. Du kommst hier nicht vorbei. Und ich denke mir so... Ja... Nee. Jetzt werdet ihr unfair. Aber das vom Feinsten. Brauchen wir ein bisschen größere Fläche. Danke. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Die Teilung ist wieder aktiv, das freut mich sehr. Ne, Mädel, das war die falsche Entscheidung. Kann der hier rüber springen? Ne, der kann aber runter. Juhu. Yeah.
bist von hier oben, kann ich ihn nicht treffen, oder? Ah, du kannst aber hochspringen. Schön. Und hier lag noch irgendein bisschen punktemäßig was rum. Schön. Ich brauche unbedingt Heilung. Wir haben jetzt so